Wenn man zum Beispiel mit Gesundheitspolitikern spricht, dann kommt immer als erstes, Diabetes kann man gut bekämpfen, indem man eben eine bessere Prävention macht. Wir müssen halt erreichen, dass die Leute sich mehr bewegen. Und das stimmt, das ist auch wichtig, aber wir können damit nicht alle 8 Millionen Diabetespatienten abspeisen, sozusagen. O-Ton Diabetologie, der Podcast für ExpertInnen. Hier wird alles besprochen, was mit Diabetes zu tun hat. Welche Schwerpunkte setzt die Diabetologie in den nächsten beiden Jahren? Kann man die Krankenhausreform positiv für die Diabetologie mitbestimmen? Wie beeinflussen Klischees von Menschen mit Diabetes die Gesundheitspolitik? Darüber reden wir in O-Ton Diabetologie mit Professor Andreas Fritsche aus Tübingen. Er ist stellvertretender Leiter des Instituts für Diabetesforschung und metabolische Erkrankungen des Helmholtz-Zentrums München, Leiter der Abteilung Prävention und Therapie des Diabetes mellitus sowie Leiter der Diabetes-Therapiestation und Diabetesambulanz an der Universität Tübingen. Und er ist frisch gekürter Präsident der Deutschen Diabetesgesellschaft und bestimmt damit die Richtung der Diabetologie in den Jahren bis 2025 entscheidend mit. Mein Name ist Günther Nuber. Ich bin genau wie meine Kollegin Nicole Finkenauer Medizinredakteur der Metrix Deutschland. Zum Beispiel arbeiten wir beide gemeinsam an der Diabetes-Zeitung und an der Website Diabetes-Anker. Hallo Nicole. Hallo Günther. Nicole und ich berichten seit vielen Jahren aus der Diabetologie. Und heute hätten wir fast wieder mal einen Podcast vor Ort aufgenommen, denn Herr Professor Andreas Fritsche hatte uns zu sich nach Tübingen ans Universitätsklinikum eingeladen. Aber manchmal kommen Dinge dazwischen, wie diesmal die Frühsommererkrankung unseres Kollegen Jochen Schlabing. Gute Besserung, by the way. Also dann, guten Tag, lieber Herr Professor Fritsche. Wie geht es Ihnen und was haben Sie heute schon erlebt? Guten Tag. Ich freue mich, dass wir zusammen reden können. Mir geht es gut. Ich habe heute schon Patienten erlebt. Und wenn Sie im Hintergrund ein Geräusch hören, dann hören Sie die Hubschrauber, die hier die Universitätsklinik anfliegen können. Die können wir leider nicht ausblenden. Also ich komme jetzt gerade mitten so aus der Klinik und aus der Patientenversorgung. Da kriegen wir doch mal Universitätsklinikum live mit. Ja. Oft sind es Organe, die zu uns geflogen werden, die transplantiert werden oder eben schwerkranke Patienten, ja. Ja, also wir haben uns ja kürzlich sogar gesehen in Tübingen und da, wo wir uns getroffen haben, war ja sogar auch eine Baustelle. Da sind sie noch schnell rausgelaufen und haben gesagt, jetzt noch mal eine Viertelstunde Ruhe, damit wir das Video aufnehmen können. Und ja, jetzt haben wir die Hubschrauber. Ja, den Hubschrauber kann ich nicht umleiten, auch wenn ich noch so winke, ja. Aber ich freue mich, dass wir ihn so schnell wieder sehen. Und woran arbeiten Sie denn aktuell in Ihrem Institut für Diabetesforschung und metabolische Erkrankungen? Ja, ein Schwerpunkt ist hier die Prävention des Typ-2-Diabetes. Da arbeiten wir intensiv daran und dazu gehört natürlich auch die Erforschung der Pathophysiologie des Typ-2-Diabetes. Und das ist dann auch die Grundlage für Therapiestudien bei Menschen mit manifestem Typ-2-Diabetes. Das sind so die Hauptpunkte in der Klinik. Wir interessieren uns aber auch, und ich auch schon die letzten Jahre und Jahrzehnte, über die Wirkung von Hormonen im Gehirn, die Wirkung von Insulin oder den neuen Inkretinen im Gehirn und wie das den Stoffwechsel und das Nahrungsverhalten beeinflusst. Das sind so die Dinge, die mich gerade beschäftigen. Aber in letzter Zeit ist auch viel Versorgungsforschung dazugekommen, weil wir merken, im Austausch mit der Politik muss man auch Versorgungsforschung betreiben. Nun haben wir schon einen schönen Einblick bekommen in Ihr Spektrum Ihrer Forschungsarbeiten. Was ist denn Ihr persönlich liebstes Diabetes-Forschungsfeld und warum? Das liegt eigentlich schon lange zurück. Ich habe angefangen mit Hypoglykämieforschung und was man gegen schwere Hypoglykämien machen kann und wie diese Hypoglycemia Unawareness, diese Nichtwahrnehmung von Hypoglykämien zustande kommt. So habe ich eigentlich angefangen. Das ist immer noch etwas, was mich sehr interessiert. Und auch die Therapieforschung, also welche Insulintherapie für welchen Patienten mit Typ 1, Typ 2 Diabetes ist auch ein Schwerpunkt.
Gibt es denn, ich vermute mal ja, denn schon konkrete Ergebnisse aus Ihren Forschungsarbeiten, von denen Menschen mit Diabetes heute profitieren können? Als ein konkretes Ergebnis würde ich gerne nennen, diese Einteilung von Menschen mit Typ-2-Diabetes in bestimmte Untergruppen, in Hochrisikopersonen und Niedrigrisikopersonen, diese sogenannten Subtypen des Diabetes oder Endotypen nennt man das auch. Und wir haben ja bisher immer den Diabetes in einen Sack gesteckt und haben gesagt, das ist alles Diabetes. Und man hat dann vielleicht noch gesagt Typ 1 und Typ 2, aber das war es dann schon. Und diese genauere Unterscheidung, wie bekommt jemand Diabetes, was ist die führende Pathophysiologie dahinter, das ist nicht nur Elfenbeinturmforschung in der Uni, sondern das hat auch Konsequenzen für die Therapie dann. Wir können personalisierter, gezielter therapieren, wenn wir die einzelnen Untertypen des Diabetes besser verstehen. Und da gibt es viele, viele Untertypen. Und sobald es um Therapie geht, geht es ja irgendwann auch um Politik, denn es geht ja dann irgendwann auch darum, was wird bezahlt, was wird mit aufgenommen in den Leistungskatalog und so weiter. Und bei Ihrem Amtsantritt in Berlin haben Sie ja von zwingend notwendigen Veränderungen im Zug der Krankenhausstrukturreform gesprochen, die ja gerade ansteht. Welche Änderungen sind denn für die Diabetologie zwingend und dringend? Ja, also auf diese Krankenhausreform haben wir ja gewartet. Wir haben ja sehr unter diesen Disease-Related Groups, unter diesen fallbezogenen Pauschalen, unter dieser Kommerzialisierung des Krankenhauswesens gelitten seit der Einführung 2006. Und da wird also gehofft, dass diese Disease-Related Groups, diese Bezahlung nach Prozeduren, dass das hoffentlich reformiert wird. Und das ist jetzt angestoßen worden. Und wir hoffen, dass da gerade die sprechende Medizin, die Diabetologie, das Paradebeispiel der sprechenden Medizin, dann hier auch besser zum Zuge kommt. Wir haben ja darunter gelitten, die wurde kaum bezahlt, weil wir eben keine Prozeduren haben. Wir stechen nirgends rein, wir machen keine Katheter, wir operieren nichts weg oder dazu. Und diese reine konservative Therapie, die war da völlig unterbelichtet. Und das ist die große Hoffnung in diese Krankenhausstrukturreform, dass das besser wird und dass gerade die Diabetologie da profitiert. Können Sie denn gerade zum Letztgesagten von Ihnen uns eine Vorstellung geben, wie kann man sich denn idealerweise finanzielle Anreize für Einrichtungen vorstellen, die sprechende Medizin bei Menschen mit Diabetes praktizieren oder die das eben vermehrt tun wieder? Ja, der Plan bei der Gesundheitsreform oder Krankenhausreform ist, dass eben zwar weiter Disease-Related Groups, also Fallpauschalen, gezahlt werden, aber die nur noch einen gewissen prozentualen Anteil ausmachen. Also 40% läuft über diese Prozeduren und 60% läuft über sogenannte Vorhaltepauschalen. Und bisher haben wir eben solche Vorhaltepauschalen, Vorhaltung von Diabetesberaterinnen und Diabetesberatern, Diabetesassistentinnen und Diabetesassistenten, Fachmenschen und die Ernährungsberaterinnen und so weiter. Diese ganzen personellen Vorhaltedinge, die haben sich fast nicht gelohnt fürs Krankenhaus und das hoffen wir, dass das besser wird. Und das ist ja in der Diabetologie ganz wichtig, dass da ein ganzes Team von Expertinnen, die Menschen dann behandelt. Man hofft also, dass dieses Vorhalten entsprechend honoriert wird, wenn jemand nachweist, dass er die Infrastruktur hat. Genau, diese Infrastruktur muss natürlich nachgewiesen werden und es muss auch abprüfbar in hoher Qualität da sein und es muss auch Qualitätsstandards eben entsprechen. Das ist natürlich ganz, ganz klar. Da kann nicht irgendeine Beratung gemacht werden. Am besten die Beratung, die zertifiziert ist nach der Deutschen Diabetesgesellschaft und deren Standards. Diese können wir ja in die Shownotes nehmen, einen Link zur Deutschen Diabetesgesellschaft und wo das alles formuliert ist, dann können sich Zuhörende, die sich dafür interessieren, weiter informieren. Und es gäbe dann ja auch mehr Raum für eben diese sprechende Medizin, wenn das so kommen würde. Jetzt wird aber nicht nur zwischen Menschen mit Diabetes und ihren Behandlern und Behandlerinnen gesprochen, sondern es wird ja auch über Menschen mit Diabetes gesprochen. Und
Soweit ich weiß, gibt es da schon auch Klischees in der Öffentlichkeit, die vorherrschen, vor allem auch wenn es um Typ-2-Diabetes geht. Welche sind da am wichtigsten oder am einschneidendsten? Ja, das ist mir ein großes Anliegen, wenn ich da ein bisschen aufklären kann oder wenn wir als Diabetesgesellschaft aufklären können, an diesen Klischees zu arbeiten und die eben zu widerlegen. Es ist eben so, dass das Diabetes in der Öffentlichkeit eben als eher ein Lifestyle-Problem gesehen wird und eigentlich nicht als Krankheit. Und natürlich hat es dann zur Folge, dass jemand mit Diabetes auch nicht schwer krank werden kann oder im Krankenhaus behandelt werden muss. Und das entspricht eben nicht der Realität. Also wenn man in die Medien guckt, dann sieht man eben oft, wenn es um Diabetes geht, als Eyecatcher einen dicken Bauch von der Seite fotografiert oder ein ausladendes Gesäß von hinten fotografiert. Das ist schon mal eine gewisse Entmenschlichung, wenn da gar kein Kopf dabei ist. Mich hat sensibilisiert an ein Bild im Spiegel 2012. Da ging es auch um Zahl der Diabetespatienten wächst. Da stand aber Zahl der Diabetiker wächst in der Überschrift, also schon dieses Verbinden von Erkrankung mit dem Menschen, dieses Icker, das ist, denke ich, schon ein Problem. Und das Bild dazu war dann ein Mensch, der unrasiert auf der Toilette saß. Man hat eine Klopapierrolle gesehen und der hat Softdrinks und Chips in sich reingestopft. Also das kann man noch googeln, ist immer noch online, das Internet vergisst ja nichts. Und dieses Bild, dieses Abziehbild eines Diabetespatienten, das überhaupt nichts mit der Wirklichkeit zu tun hat, Das hat mich da sensibilisiert und ich versucht dagegen vorzugehen, weil das ist eine Krankheit, Diabetes wie jede andere auch, und das sind nicht irgendwie nur Leute, die sich nicht zusammenreißen können. Sie merken, ich könnte da jetzt Ewigkeiten drüber reden. Das emotionalisiert mich auch etwas. Ja, also man kann ja nur hoffen, dass es vielleicht ein bisschen besser geworden ist seit 2012, dass es solche Bilder zumindest weniger gibt. Aber wenn man jetzt versteht, dass dieses Schubladendenken und diese Klischees ja eine große Wirkung haben, dann haben die wahrscheinlich auch die Macht, sogar eine gute Diabetesversorgung zu behindern, oder? Ja, genau. Wenn man zum Beispiel mit Gesundheitspolitikern spricht, dann kommt immer als erstes, ja, Diabetes kann man gut bekämpfen, indem man eben eine bessere Prävention macht. Und wir müssen halt erreichen, dass die Leute weniger essen und sich mehr bewegen und so. Und das ist natürlich, das stimmt, das ist auch wichtig, aber wir können damit nicht alle 8 Millionen Diabetespatienten abspeisen sozusagen. Und eben Diabetespatienten kriegen auch andere Erkrankungen und müssen im Krankenhaus behandelt werden. Und das erfordert Expertenwissen und ein Behandlungsteam und das muss in die Köpfe der Leute rein, sonst wird es immer nur zur Seite geschoben und gesagt, es gibt ja so viel wichtigere Erkrankungen. Ich sage auch immer gern das Beispiel, es gibt männliche Erkrankungen, die sind wichtig und weibliche Erkrankungen, die sind unwichtig. Also es heißt zwar eigentlich der Diabetes, aber die meisten Politiker oder in der Öffentlichkeit wird immer die Diabetes gesagt. Schon da fängt es an und die richtigen Erkrankungen ist dann der Herzinfarkt und der Krebs und so weiter. Das ist natürlich auch ein bisschen übertrieben, ich gebe es zu, aber man sieht schon, Krankheiten haben unterschiedliche Wertigkeit und Diabetes wird oft als unwichtig angesehen und das ist eben nicht der Fall. Ja, und passend zum Thema Klischees haben wir jetzt unsere erste Frage von außerhalb. Lieber Andreas, du setzt dich in deiner Präsidentschaft dafür ein, etwas gegen die Diskriminierung des Diabetes von Menschen mit Diabetes zu unternehmen. Das finde ich klasse und wirklich wichtig. Was sind deine Beweggründe dafür und was sind deine konkreten Ziele? Ja, Sie haben ihn bestimmt erkannt. Das war Herr Professor Kulze aus Bad Mergentheim. Was antworten Sie? Das finde ich eine sehr gute Frage und es freut mich, dass ein Psychologe mich das fragt. Und da sieht man auch, wie wichtig die Interaktion mit dem Menschen, auch die psychologische Interaktion mit den Menschen und Patienten in der Diabetologie ist.
Und die Beweggründe sind eben, dass mich viele Typ-1-Diabetes-Patienten angesprochen haben, die eben sehr drunter leiden, dass sie immer in diese Gruppe der Typ-2-Diabetiker mit in diesen Sack sozusagen mit reingestopft werden und da sehr drunter leiden, unter diesem Abziehbild der übergewichtige, faule und träge Patient. Und das trifft natürlich für den Typ 1 überhaupt nicht zu. Und wir unterscheiden dann überhaupt nicht. Jeder Mensch ist anders. Es gibt nicht den Diabetes, sondern viele, viele tausende unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Formen des Diabetes. Und das ist der Antrieb, den ich da habe. Und wie man das erreichen kann, das war, glaube ich, die zweite Frage ist, Aufklärung der Öffentlichkeit ist da wichtig, denke ich. Mal ganz abgesehen davon kann sich ja niemand von uns ausnehmen. In der deutschen Bevölkerung überhaupt sind ja die allermeisten Menschen, die mehr Gewicht haben. Also das hat auch mit dem Diabetes heutzutage gar nichts mehr zu tun, ja. Genau. Mal was ganz anderes, lieber Herr Professor Fritsche. Wie sind Sie eigentlich in die Medizin gekommen und dann gerade in die Diabetologie? Das fängt ja meistens in der Schule an. Ich hatte zwei Interessen. Ich bin Organist oder war Organist. Ich habe also Orgel gespielt. Und mein Musiklehrer, der hat gesagt, ich soll Orgel studieren. Und meine Biologielehrerin, die hat gesagt, ich soll Medizin studieren. Und der Biologielehrerin bin ich dann gefolgt. So ist es entstanden. Das ist ja ein bisschen wie Albert Schweitzer mit Orgel und Medizin. Genau. Ja. Dann war ich auch noch in Afrika, ja, aber also noch mehr Parallelen. Ja. Und die Kirche, in der Nähe ich wohne, die heißt dann auch noch Albert Schweitzer Kirche. Ach was. Ja. Und die Diabetologie hat Sie dann am Ende des Medizinstudiums interessiert? Ja, das waren natürlich auch Personen, aber auch wie bei vielen Ärzten sonst auch familiäre Gegebenheiten, wo man sich da dafür interessiert hat. Und da hat dann ein Klinikchef mir dann irgendwann auf die Schulter geschlagen, während ich durchs Krankenhaus gelaufen bin und hat gefragt, wollen Sie nicht hier in der Diabetologie anfangen? Und dann habe ich das auch gemacht. Ja, der dachte damals, ich würde eine Doktorarbeit bei ihm machen, aber die hatte ich schon fertig. Ich habe damals die ersten Blutzuckermessgeräte untersucht, die solche Grafiken ausspucken konnten und statistische Auswertung. Das war in den tiefen 80er Jahren noch. Und da hat man noch die Blutzuckerwerte per Modem, wo man so einen Telefonhörer in so eine Halterung einlegen musste und dann hat es gepiepst. So hat man die Blutzuckerwerte dann digital versendet. Hat natürlich am Anfang überhaupt nicht geklappt. War sehr, sehr aufwendig. Sie sind ja auch gefragt als Ernährungsmediziner. Kürzlich waren Sie auch, glaube ich, mal im Fernsehen zu sehen mit dem Thema und Sie haben da einen interessanten Aspekt angesprochen, nämlich, dass es auch beim Abnehmen unterschiedliche Typen gibt. Und das betrifft ja sehr viele Menschen in Deutschland. Ist es denn für alle sinnvoll abzunehmen oder für wen lohnt sich es vielleicht mehr und für wen weniger? Was gibt es da für Unterschiede zwischen den unterschiedlichen Typen vielleicht? Also das ist das Stichwort Gen-Umwelt-Interaktion. Das muss man eben beachten und diese Umwelt ist die äußere Umwelt, aber auch zum Beispiel die Umwelt im Darm, die Darmbesiedlung mit Keimen. Und da gibt es dann eben unterschiedliche Reaktionstypen auf Ernährung. Und manche Diäten oder manche Ernährungsformen, ich würde lieber Ernährungsformen sagen, die sind für Menschen mit dem und dem genetischen Hintergrund und der und der Umwelt geeignet und andere nicht. Das ist ja ganz einfach. Die Eskimo-Diät, ist wahrscheinlich nicht so gut bei Mexikanern oder das alte Beispiel, wenn der Japaner eben nach USA kommt, dann gehen seine Risikofaktoren für kardiovaskuläre Erkrankungen nach oben, weil er eben auf diese Umwelt nicht genetisch eingestellt ist. Und das kann man eben jetzt runterbrechen auf viele, viele andere Dinge, wie eben auch abnehmen. Und da gibt es eben diese Geninteraktion.
viele empfehlen ja dann eine Genetikanalyse zu machen. Ich denke aber, man kann auch dem Patienten einfach über Ernährungsberatung sagen, sie müssen ausprobieren, was bei ihnen funktioniert und ihm nicht irgendetwas vorsetzen, irgendeine Abnehmdiät vorsetzen, sondern man muss schauen, was ist für den individuellen Patienten geeignet. Also das wird schon angewandt, das Wissen sozusagen. Ja. Und diese verschiedenen. Aber ich warne vor solchen teuren Genomanalysen und dann die Genetik adaptierte Diät. Da ist noch viel, wie soll man sagen, Humbug dahinter. Da muss man aufpassen. Noch in diesem Jahr wird ja ein Disease Management Programm Adipositas erwartet. Wie sehen Sie das selbst? Denn sehen Sie einen Meilenstein darin in der Adipositas-Therapie? Wenn es so ein Disease Management Programm dann gibt, dann haben wir auch erreicht, dass Adipositas als Krankheit anerkannt ist. Weil im Disease Management Programm steckt ja das Wort Disease drin und dann haben wir eben auch ein Behandlungsprogramm einer Krankheit. Und darin sehe ich einen wichtigen Punkt, dass es so etwas geben sollte. Und Adipositas ist eben tatsächlich eine Krankheit, wenn sie stark ausgeprägt ist. Nicht jedes Kilogramm Übergewicht ist eine Krankheit, das ist natürlich auch selbstverständlich, aber ab einem gewissen Grad, einer gewissen Ausgeprägtheit, müssen wir schon von Krankheit sprechen. Und hier anknüpfend haben wir für Sie eine zweite Frage, die wir gleich einspielen, und es ist noch derselbe Fragensteller, also Professor Bernd Kulze aus Bad Mergentheim. Lieber Andreas, seit Jahren bewegt sich in Deutschland fast nichts in Sachen Prävention des Typ-2-Diabetes und wir schauen fast tatenlos zu, wie die Zahl der Menschen mit Diabetes, wie prognostiziert, steigt und steigt. Was muss deiner Meinung nach passieren, dass die Prävention von der Politik ernst genommen wird und statt Sonntagsreden, Alibi-Verlautbarungen tatsächliche, richtige und wirkungsvolle Taten folgen? Ja, also es gibt eben diese Sonntagsreden, jeder spricht ja von Prävention, aber Herr Kulze hat recht, solche richtigen Taten folgen eben nicht. Und es müssen zwei Dinge passieren. Wir brauchen Verhältnisprävention und Verhaltensprävention. Verhältnisprävention ist eben, dass wir unsere Umweltbedingungen so umbauen, dass wir hin zu einer gesünderen Ernährung und zu mehr Bewegung kommen. Und da arbeitet die Deutsche Diabetesgesellschaft auch mit diesem Bündnis Dank zusammen. Und das ist ein wichtiger Punkt, den wir kontinuierlich über die letzten Jahre und auch in Zukunft weiter im Auge behalten werden. Und das andere ist eben, dass in der Hausarztpraxis schon mit der Prävention begonnen werden muss und wir eben da auch individuellere Prävention hinkriegen müssen. Und mein Mantra ist, dass wir uns auf die Hochrisikomenschen konzentrieren müssen. Wir sollten also keine Präventionsprogramme einrichten, wo dann jeder mitmachen kann, der es auch gar nicht unbedingt braucht. Das kann jemand freiwillig selber natürlich gern machen. Aber wir müssen die Präventionsprogramme ausrichten auf die Hochrisikomenschen, die unbedingt, die kurz vorm Diabetes stehen oder schon einen Diabetes haben und da dann unsere Kräfte drauf fokussieren und nicht die Leute bedienen, die so 2-3 Kilo abnehmen wollen vor den Sommerferien. Diesen Link zu Dank nehmen wir natürlich auch in die Shownotes, damit man sich weiter informieren kann. Eine Nachfrage hier. Das sind ja nun Dinge, die Verhältnisse ändern oder auch das Verhalten über die Praxen ändern. Das sind ja langfristige Dinge. Und Politikerinnen und Politiker denken halt oft in Legislaturperioden und an ihre eigene Stühle, die man auch besitzt. Denken Sie, sind Sie optimistisch für Ihre Amtszeit, dass man da trotzdem was verändern kann? Ja, ich bin von Haus aus ein Optimist. Sonst hätte ich auch zum Beispiel dieses Amt nicht angenommen.
des Präsidenten der DDG. Und ich denke, dass man da was verändern kann. Aber natürlich, wenn man jetzt bei Digitalisierung oder transsektoraler Öffnung schaut, das sind Sachen, die man nicht auf Fingerschnippen ändern kann. Und wir müssen da dranbleiben. Und die DDG hat in den letzten Jahren auch eine Umwandlung durchgemacht, dass wir uns mehr um die Gesundheitspolitik kümmern. Wir sind weiterhin eine wissenschaftliche Fachgesellschaft. Wir kümmern uns um die Wissenschaft. Auch ich persönlich bin gerne Wissenschaftler. Das so sind wir aufgewachsen. Aber wir müssen uns auch in die Gesundheitspolitik einmischen. Das ist ganz wichtig. Für mich hat ja dann Verhaltensprävention ganz viel damit zu tun, miteinander zu sprechen. Auch in der Gesundheitspolitik mit Politikern, Politikerinnen muss man ganz viel sprechen, bis dann mal was ankommt. Deshalb kommen wir jetzt auch nochmal zurück auf die sprechende Medizin. Und da habe ich ja bei unserem letzten Treffen mitgekriegt, dass für Sie ein Zitat des Medizinethikers Professor Giovanni Maio aus Freiburg ganz wichtig ist. Und zwar lautet das: Zwischenmenschlichkeit ist die Grundbedingung für gute Medizin. Und diese Zwischenmenschlichkeit entsteht ja durch Zuhören, durch miteinander reden. Welche Rolle spielt denn die sprechende Medizin in Ihrem persönlichen Alltag? Und vielleicht können Sie auch einschätzen, was es für eine Rolle spielt für Ihre ärztlichen Kolleginnen und Kollegen. Also da möchte ich auch ein Erlebnis, das ich mit dem Past-Präsidenten der DDG hatte, mit dem Professor Andreas Neu, mit dem ich schon lange bekannt bin und befreundet bin. Und der hat mir eben mal erzählt, wie wichtig das erste Gespräch ist mit den Eltern von Typ-1-Diabetes-Kindern, wenn man die über die Diagnose redet. Weil dieses Erstgespräch prägt das ganze Umgehen mit der Erkrankung. Natürlich nicht nur, aber das ist schon entscheidend. Und ich habe dann auch immer mal wieder langjährige Diabetespatienten gefragt, ob sie sich noch erinnern können, wie ihnen die Diagnose mitgeteilt wurden. Und das weiß jeder noch wirklich bis ins Detail, wie das war, dieses erste Gespräch. Und daran sieht man schon, wie diese Sprache und dieses Interagieren zwischen Arzt und Betroffenen oder Eltern und Betroffenen dann, wie wichtig das ist und dass wir da wirklich sensibel damit umgehen müssen. Und eben weiter in der Behandlung ist es dann immer wichtig, wie ich mit dem Patienten umgehe. Er kann nur von mir über die Sprache irgendwelche Ratschläge dann bekommen und da darf ich wirklich nicht vorwurfsvoll oder mit Schuldargumenten arbeiten und das ist gar nicht so einfach und das muss man lernen und kommt auch im Medizinstudium leider zu kurz. Ja, aber die DDG bietet ja entsprechende Weiterbildungen an, ne? Ja. Aber es wäre eben auch wichtig, dass das dann entsprechend honoriert wird, beziehungsweise dass eben auch Zeit da wäre. Wie könnte denn eine gerechte Honorierung konkret aussehen? Denn das ist ja schon, ne, also Sie haben ja gesagt, wir operieren nicht als Diabetologen, was einfach konkreter zu fassen wäre, als dass man sagt, man hat jetzt ein Gespräch und das dauert eben mal so lang und mal so lang. Ja, also unsere Hoffnung liegt da auf diesen Vorhaltepauschalen und bisher sind die ja eher vorgesehen für Vorhaltepauschalen für ein Herzkatheterlabor oder für ein Röntgengerät oder ein MRT, aber die unser Ziel ist eben auch diese Vorhaltepauschalen für Menschen, die Menschen behandeln, vorzuhalten und das ist eigentlich die Grundlage des Arztberufes und wir müssen unserem Patienten rüberbringen, warum sie diese Medikamente nehmen, wie sie diese Medikamente nehmen, wie sie sich verhalten sollen. Und das können wir nur durch Personal machen. Und das muss vorgehalten werden. Herr Professor Fritsche, nun sind Sie ja seit einigen Wochen Präsident der Deutschen Diabetesgesellschaft. Sie haben auch einen sehr bewegten Klinikalltag, wie man sieht und hört. Und Sie forschen natürlich. Wie bekommen Sie das alles unter einen Hut? Wie lässt sich das Ganze an? Ja, das ist sehr schwer. Und man muss im Grunde genommen das Ganze dann auch als Hobby haben. Also wenn man den Beruf dann abgeschlossen hat, dann macht man das Thema als Hobby auch noch weiter.
Das darf aber nicht so sein, dass die Forschung dann einzig eine Hobbyforschung ist. Da kommt dann nichts raus. Also ja, ich arbeite halt leider rund um die Uhr. Das ist kein gutes Vorbild und geht auch oft zu Lasten der Familie. Aber Entspannungsübungen haben Sie vielleicht trotzdem, die Sie im Alltag anwenden? Oder wie entspannen Sie? Nachts im Schlaf, ist das die einzige Möglichkeit? Also die beste Entspannung ist für mich Musik hören oder in ein Konzert gehen. Oder in die Oper gehen und Fußball. Das ist auch eine sehr schöne Entspannung. Da kann man auch mal rumschreien oder singen und da kommen dann viele Emotionen raus. Da hat jeder so seine Art. Wenn ich jetzt an mich und an mein Fußball gehabe, denke, ob das wirklich Entspannung ist, da würden die Menschen um mich rum, würden mir widersprechen, glaube ich. Ja, interessant. Ja, also da kann ich wenig zu beitragen zu Fußball und wie man sich da verhält, das muss ich ehrlich sagen. Aber wenn Sie eben nochmal die Musik erwähnt haben, haben Sie vielleicht einen Lieblingskomponisten, den Sie besonders gern hören? Ja, also als Organist, da ist man einfach BACH, Bach. Und dann höre ich eben sehr gern Opern und Puccini-Opern sind da das Nonplusultra für mich. Tosca eben da, das geht ans Herz und das mag ich sehr. Und bei moderner Musik, um gleich da vorzubeugen, dass ich nur klassische Musik höre, bei moderner Musik, da sind es dann so eher so Sade zum Beispiel, das habe ich in meiner Zeit in Afrika, in Nigeria, das ist eine nigerianische Sängerin, das ist so die Musik, die ich mag. Ja, letzte Frage, lieber Herr Professor Fritsche. Die Überschrift in der Diabetes-Zeitung beginnt so: Bitte führen Sie sie fort. Und jetzt zitiere ich: Professor Andreas Fritsche gelingt es als Präsident der Deutschen Diabetesgesellschaft erstmals ... eine bessere Versorgung von Diabetespatienten auch im Krankenhaus, verbunden dann mit einer gerechteren Bezahlung für die Diabetologie zu erreichen. Ja, das kann nicht einer alleine. Und das ist auch ganz wichtig zu betonen. Es gibt nicht den Präsidenten der DDG, sondern es gibt einen PAS-Präsidenten, eine Vizepräsidentin und einen Vorstand und eine extrem wichtige Geschäftsstelle. Das geht nur über Zusammenarbeit. Also das wird nicht mir gelingen, sondern wenn überhaupt dann der ganzen Diabetesgesellschaft mit den Niedergelassenen und den Krankenhausdiabetologen. Ja, dann hoffen wir einfach mal, dass das gemeinsam gelingt oder zumindest Schritte darauf zugegangen werden können. Und ansonsten sind wir jetzt am Ende von unserem Gespräch und ich sage herzlichen Dank. Es kommt auch schon der nächste Hubschrauber. Ja, dann ist das ja besonders passend und ich sage einfach mal herzlichen Dank für das freundliche Gespräch und für die aktuellen Einblicke in Ihre Arbeit und in das, was Sie alles so vorhaben. Vielen Dank fürs Gespräch. Ja, danke, lieber Herr Professor Fritsche, das auch von meiner Seite und dass Sie bei uns zu Gast waren. Herzlichen Dank. Danke auch. Tschüss. Das war O-Ton Diabetologie, der Podcast für Diabetes-Expertinnen und Experten. Unser Dank geht an unsere KollegInnen Anna Romalis und Christian Duda aus dem Digitalteam sowie Gregor Hess aus der Redaktion. Bis bald, sagen Nicole Finkenauer und Günther Nuber. Das war O-Ton Diabetologie, der Podcast für Diabetes-ExpertInnen. Dieser Podcast richtet sich an Diabetesteams sowie Medizinstudierende und Interessierte. Dies ist ein Produkt der Matrix Group. We Care for Media Solutions.